Hallo Leute, willkommen zurück zu War Z. Hallo, willkommen zurück zu War Z mit mir. Hey, du musst doch auch anfangen. Ja, okay, hallo. Hi. Nochmal ganz kurz hier, mir hat jemand Nettes den Namen Gemnet's Play freigeschaltet, also nicht der Entwickler oder so, sondern der Typ, der den Namen eben vorher belegt hat. Das heißt, Nality ist weg und Gemnet's Play ist eben jetzt da und den werden wir jetzt auch spielen. Play Game. Okay. Ich stell mal das Spiel ein bisschen leiser schon mal. Ja. Ach verdammt, ich hab den Sound aus. Muss mal kurz auf den Desktop gehen. Gut. Ich hab jetzt erst wieder die Aufnahme gestartet. Der hat nämlich komischerweise die... Ich hab nur was zu meinen Zuschauern gesagt. Ach so, okay. Ich geh hier gerade weiter. Also bei mir wird nur sowas mit Gastauftritt in Klammern stehen, weil das ist jetzt nur ein Auftritt bei ihm, wo ich einfach mit aufnehme. Zum regulären wird es nicht dazu gezählt, weil das sonst mit den Zahlen durcheinander wird. Wenn ich also jetzt es ist nicht Versuch 2. Nee, das wäre ein bisschen komisch, wenn Versuch 1 noch nicht mal zu Ende ist und Versuch 2 dann schon kommt. Ja. Oder ich bringe meins erst danach, das könnte ich auch machen. Dann würde ich es normal. Wäre aber sehr verwirrend, ne? Ja. Nee, dann können wir das doch übermorgen machen. Übermorgen hochladen. Das können wir im Spiel gucken. Wir sind jetzt hier live in einem Let's Play. Ja, ja. Okay, also ich gehe auf den Server 81. Relativ weit unten. Join Server. Please wait, connecting to server. 81, da ist er. Join server, please wait, connecting to server. Ja, wir können beide relativ gut Englisch. Wir sind voll die Master-Pros in Englisch. Ich hab meinen Abschluss in Englisch. Okay. Wow! Was? Wow! Holy shit! Warum bin ich denn da ganz oben gespawnt? Ich weiß nicht mal, welchen Charakter ich jetzt gewählt habe. Ich hoffe nicht den, der die ganz viel Ausrüstung dabei hatte. Und selbst wenn, dann ist es mir egal. Ach, ich habe den mit der Ausrüstung, der in dem Haus oben ausgelockt ist. Oh, cool, ich bin im roten Haus oben drin. Ich bin... lol. Ich bin ganz oben bei Spring... Bridge. Okay. Weißt du wo? Nein, aber ich will nicht mit dem Charakter spielen. Ich will mich nochmal ausloggen. Okay. Ich habe zu viel Angst, den jetzt zu verlieren hier. Weil auf dem vollen Server und dann auch noch in dem roten Haus drin. Ja. Und Müll nur mit der Taschenlampe. Kannst du Leute ja totblenden. Los, friss mein Licht! Wie bei Alan Wake. Möge mein Licht dich reinigen! Oh, ich muss ein bisschen weiter weg vom Mikro, sonst übersteuere ich. Ich hoffe, ich bin da nicht bei dir zu leise, wenn ich jetzt so 5 cm weiter wegrutsche. Nee, so. Ach. Nee. WTF! Okay, wenn ich so mache, okay, es passt schon. Passt schon alles. Der Sound bei mir ist auch relativ laut, also jetzt nicht du, sondern allgemein der Sound im Spiel, um die Spannung noch zu erhöhen. Ja, das habe ich auch immer versucht, aber jetzt, wo ich mit dir spiele, lasse ich es unten. Bei mir alleine mache ich das, da kann ich es besser regeln. Okay. So, ich spiele nicht mit der Typ, mit dem hier kann ich spielen. Der Typ. Es könnte auch sein, dass, ich bin mir nicht sicher, kann auch irgendwas schief gehen oder so, aber es könnte sein, dass ich mir die Mühe mache und, immer hin und her switche zwischen unseren Ansichten. Die Idee hatte der Delay-LP letztens. Das ist, denke ich, ganz geil bei so einem Projekt. Weil ich will aber auch ein eigenes Logo dann haben. Dann mache ich mir so ein Zylinder-Logo. Ja, dann hast du da oben links so irgendwie beide Logos oder oben rechts, wo du dein Logo hast und immer das Logo, was gerade, also der Bildschirm, der gerade aktiv ist, das Logo leuchtet dann während der Zeit. Nee, ich wollte das eher an derselben Stelle packen. Also oben rechts eben immer mein Avatar, wie immer. Und unten links oder unten rechts, keine Ahnung wo, dann immer so ein Interface vor, so ein ganz kleines, mit deinem oder mein Avatar und dem Namen. Weißt du, dass da wirklich der Name und der Avatar an derselben Stelle ist. So, dass man direkt sieht, okay, der ist dran oder eben der andere. Ja, kannst du auch machen. So, ich bin jetzt mit Zombie Bob, glaube ich, unterwegs. Auf Abenteuer. Zombie Bob? Zombie Bob. Wie hast du dich gerade nochmal genannt? Zombie Bob. Nein, davor. Ich meinte jetzt in der Testaufnahme. Da war ein Teil von meinem Namen drin, den ich nicht mehr nennen möchte. Cedric. So. Cedric heiße ich, hallo. Oh, du willst das nicht? Nicht unbedingt. Warum denn nicht? Na gut, Vorname ist ja nicht so schlimm. Keine Ahnung. Genau wie TrueMG, der hasst seinen Vornamen ja auch. Der hasst ihn. Kennst du seinen Vornamen? Ja. Okay. Ich bin gerade dazu veranlagt, ihn auszusprechen. Nein, halt stopp. Der Markus. Ha! Ja, hahaha, genau, Markus. Okay, so, das war nicht so ein echter Vorname. Ihr könnt ihn ja fragen, ob er Markus heißt, aber ich glaube, er wird nicht darauf reagieren. Nee. So, ich bin gerade in der Nähe von Campus City.
Wie eigentlich irgendwie immer, wenn ich spawne. Ja, ich hab schon einen Hammer und so, also... Wo bist denn du? Oh, die haben Tiergeräusche eingefügt. Ich bin oben in Spring... Ich kann's nicht lesen. Ich komm einfach mal runter, Digga. Wo bist du? Da ganz oben, ganz oben. Spring, Bridge, Bitch. Spring. Ich sehe hier nirgends. Ganz oben an dem Penis, See. Crystal Lake Resort ist bei mir da. Springer, links daneben, neben dem See. Ach so, Springer Ridge Trailer Park. Park? Okay. Ja. Voll der lange Name. Gut, dann laufe ich Richtung Norden. Ja, dann können wir ja mal... Genau, wir können die... Das ist eine gute Idee. Zu der Stadt, wo die Kirche ist, also Clear View. Ja, da treffen wir uns. Jetzt müsste ich irgendwie die Kamera vor mich drehen können und dann könnte ich hier so voll Slender spielen. Oder so wie so Horrorfilm, wenn sich die Leute selber im Gesicht so filmen, wenn sie gerade so voll verschwitzt sind. Ich bin nicht gerade im Wald. Sie sind überall. Ich höre Schritte. Oh, ich hab so Angst. Voll übersteuert. die neuen Geräusche sind echt cool. Kann man schwimmen? Ich war ja in der Stadt. Ah ne, das kennt er noch gar nicht. Ups, die Aufnahme ist noch gar nicht oben. und man schwimmt nicht, man läuft einfach drüber. Man läuft über Wasser? Nein, man ist da eben drin, man läuft da durch. Keine Ahnung. Unter das Wasser, so unter Wasser läuft man so durch. Nein, man läuft einfach, als wenn das nicht da wäre. Man. Keine Ahnung. Man schwimmt läuft. Ja, genau. Schläuft. So ein Gehen eben im Wasser. Warte, kann sein, dass das, obwohl das war relativ hoch. Um das Ganze mal zu erklären, ich habe natürlich schon ein bisschen mehr aufgenommen, auch mit Dario, Delay LP, und ich wollte. Was denn? Man kann einfach nicht weitergehen im Wasser. Oh. Das ist eine unsichtbare Wand. Yay. Ja, und das wollte ich noch nicht online stellen, weil ich erstmal ein Gameplay mit Zombie hochladen wollte, damit eben bei den Gästen immer ein bisschen Abwechslung dabei ist. Ich kriech jetzt ins Wasser, mal schauen, was jetzt passiert. Im Wasser selber konnte ich mich nicht hinlegen, aber reinkriechen. Aha, wenn ich reinkrieche, stehe ich automatisch auf. Boah, ist das eine geile Large KI. Backpack. Ja, puh. Sauber. Ich habe noch gar nichts. Ich habe nur einen Rucksack. Ich bin reich. Und den mag ich so sehr, dass ich ihn ablege. Kann man den Rucksack einfach ablegen? Ich glaube schon. Oh fuck, ich habe gepult. Ich bring dir mal einen Binoculars mit, ne? Ich bin gerade in Clearview und ich sehe da einen Typen mit seiner Taschenlampe rumfuchteln. Ich bin's nicht. Ich bin nicht in Clearview. Das dachte ich mir schon fast. Aber da fuchtelt trotzdem einer mit seiner Taschenlampe rum. Ich hätte gern einen Hammer, weil mit einem Hammer kann man wirklich die Zombies mit drei guten Ja, mittlerweile ist das echt geil mit dem Hammer. Ma, verreck. Das braucht mir da noch zu lange. Ich glaube, ich pull einfach ein paar und ziehe die so ein bisschen durch die Stadt hinter mich her. Ach, ich habe schon einen gepult. Okay. Gar keine Wahl. Noch hier rein. Wow, what the fuck? Was ist hier geschehen? Und warum nehme ich nie im Hellen auf? Ein Helm? In hellem. Also wenn die Sonne mal draußen ist. Warum ist sie überhaupt nicht da? Warum ist da dunkel? Ich verstehe das nicht. Ich habe ein Antivirus gefunden. Unnötig. Und Bandagen. Toll, was sind hier so viele Zombies, Mann? Geh weg von mir! Ja, denke ich mir gerade auch. Ich hänge hier gerade unter dem LKW und da sind drei Zombies am LKW. Weil ich da runtergekrochen bin, um die Sachen durch den Boden aufzuheben. Oh nein, geht weg! Ich suche mir da schon langsam meine kleinen Tricks raus, um die ganzen Items zu bekommen, die irgendwie verbuggt sind. Ja, man kann mit einem Trick auch auf den Freund gehen, auf den Freund steigen und dann auf seinen Kopf rumlaufen. Es geht. Boah, du steigst mir immer auf den Kopf rum. Ja, ich besteig dich. Boah, mein Sprinten ist fast leer und hinter mir sind 1 Million Zombies. Die holen dann hier noch ganz leicht auf, also ab und zu schlagen die einen noch. Beim Hinterherlaufen. Ne? Das ist mir zumindest passiert. Erlebt. Seit dem Patch. Also mir schon, vorhin bei der Aufnahme. Also meine andere Aufnahme war heute Morgen, jetzt ist heute Abend. Oh, ich hab Angst, ich bin allein im Dunkeln. Ich hab die Zombies abgehängt. Ich bin gleich in Clearview. Was heißt gleich? Noch voll weit eigentlich.
Wo ist denn das Haus, was ich hier immer durchsucht habe? Ich suche gerade ein bestimmtes Haus. Da habe ich bisher immer gutes Zeug gefunden. Ach Gott, da stehen zwei, drei Zombies im Weg. Nee, da gehe ich nicht hin. Boah, ich brauche einen Wagen. Schenk mir ein Auto. Ein LKW. Genau. Mit Düsenantrieb. Ja. Manu? Was ist eine Starnak? Ist das eine Granate? Nee, ist Munition. Ach so, ja. Hat hier auch schon. Hab mich gerade gefunden. Die Zombies sind voll die Motorboote. Einfach rum und dann laufen sie los. Ich finde es ja gut, dass die Zombies nicht springen können. Da kann man die voll leicht eigentlich abhängen. Ja, trotzdem noch recht schwer. Also manchmal schaffen die das sogar noch mit auf den Wagen, wo man gerade drauf ist. Aber ja, das wird gepatcht, dass auch manche Autos die drauflaufen können. So, okay. Boah, ich habe das nützlichste Item im Spiel gefunden. Was denn? Weißes Chemielicht. Ich teile gleich der ganzen Stadt mit, dass du kommst. Ja. Ich leuchte die aus, einfach für den Feiertag passend. Feiertag? Ja, der Feiertag des Manuel. Ah, ich habe einen eigenen WTF vom Global. So, und jetzt sag mir nochmal, ob das mit dem Energy Drink wirklich stimmt. Ich habe gerade noch einen getrunken. Warum ist der blau? Weiß ich nicht. Weil der irgendwie komisch schreibt. Ich würde sagen, das ist gerade buggy im Spiel. Warum ist der blau? Weil warum ist der blau und ich nicht blau? Ja, Blue Text. Ja. Wumble, bumble. Bandages.dx. Man kann den Namen nehmen mit Ja. Darf man Zahlen drin haben? Ich hoffe nicht. Ich meine, man kann gleich drin haben. Schätze mal, dass man da noch Zahlen drin haben kann. Sonst kommt bald King Lord Louis 53. Ja. Oder okay, Sekilatz. Ja, wir nennen gerade Namen für Spieler, die noch keinen Namen haben. Auch gut für euren LP-Kanal natürlich. The Styler Killers 49949878766666679. 666666666896466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 
Du wirst mich nicht sehen. Ich esse jetzt gerade eine Tüte Chips. Ich glaube, der ist in der Mall. Der ist in der Mall. Ja, der war in der Mall, den ich gesehen hatte mit der Schrotflinte. Ja, ja. Da kam das her. Lass mal da treffen. Lass mal da reinrennen. Ich habe keine Waffe. Oh, keine Flashlight? Nein, gar nichts. Also, ich bin jetzt rechts neben der Mall. Okay. Ich kann kommen, aber ich habe ein paar Zombies an mir kleben. Ich glaube, das wäre nicht so praktisch für dich. Ich kann sie ja töten. Ich bin in dem Gebäude vor der Mall. In dem Feuerwehrrevier. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. German Let's Play, hahaha. Clan Z-Fick-Nudel. Ja, und da ist der andere, der dir den Nick gegeben hat. Oh. Okay. Ich sehe dich. Bist du das? Ja, ich bin der. Ja, da bist du. Komm zu mir. Wo bist du? Hier rechts. Andere Seite. Ach, da hinten. Hallo. Hallo, GLP. German Mans. Warte, warte. Hier. Nimm. Defend Mode. Defend Mode. Die, you evil beast. Mobbingkreis. Mobbingkreis. Boah, bitte. Hä? Hallo. German Mans. Warte, hier, nimm. Töte sie. Defend Mode. Die, you evil beast. Mobbingkreis. Aua. Hä? Du hast mich geschlagen. Oh, fuck. Nein. Warum das denn? Mit deinem Hammer hast du mich geschlagen. Ich hab dich doch gar nicht angezielt. Ja, das geht voll weit. Du Kackbuhn. Danke für deine Muni. Ich komm nicht nochmal. Oh, fuck. Der Typ stand direkt vor mir.